Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ein weit verbreitetes, immer noch brennend interessantes Thema ist doch die giftstoffbindenden Möglichkeiten, mit welchen Werkzeugen wir es schaffen, Schwermetalle zu binden, unseren Körper vielleicht noch parallel zu versorgen mit wichtigen Nährstoffen. Also das begleitet uns jetzt, glaube ich, in Zukunft doch länger. Und heute habe ich einen Experten da, der wirklich sich mit den ganzen tollen, innovativen Produkten beschäftigt, vor allen Dingen die dann nachher im Reformhaus landen, ja. Und ich freue mich sehr. Hallo Christoph, schön, dass du da bist. Und ja, also dein Steckenpferd ist wirklich so die Möglichkeiten, die Werkzeuge zu sammeln auf dem Markt, die es so gibt zum Thema Gesundheit. Und heute interessiert mich natürlich das Thema Entgiftung besonders. Und vor allen Dingen, was war so dein Beweggrund oder was hat dich dazu geführt, gewisse Giftstoffbindemittel miteinander zu vergleichen und über welchen Weg bist du dann eben zu deinem Favorite gekommen, sage ich mal? Auch erstmal, Corinna, vielen Dank für die Einladung. Ja. Du hast mich jetzt mit deiner Frage wunderbar ganz an den Beginn meiner Selbstständigkeit zurückgeführt. Das war jetzt ein bisschen unerwartet für mich. Bin mal gespannt, was jetzt so aus mir raussprudelt. Mhm. Ja, es geht wirklich an die Basics, an das Core-Thema. Was bewegt mich als Mensch und was bewegt mich in dieser naturheilkundlichen Umfeld mit Naturprodukten? Nachhaltige, gesunde, präventive Lösungen für die Menschen zur Verfügung zu stellen. Und tatsächlich meine persönliche Ausgangssituation war eine sehr starke Hauterkrankung, die mich wohl beruflich ausgelöst. Ich war im Bereich von Baustoffen, Bauchemie unterwegs und habe relativ unerwartet morgens eine Hauterkrankung, sehr signifikant im Gesicht gehabt, mit starkem Juckreiz, alles Mögliche. Und es ging den klassischen Weg, Schulmedizin, Cortison. Hautarzt, Cortison, Antibiotika. Und bis letztlich kurz vor dem Thema ja, Chemotherapie für die Hauterkrankung ist jetzt 16, 17 Jahre her. Und ich glaube, sie tun sich schwer, was zu erkennen. Hm. Ja, und es war ganz, ganz schlimm. Und die erste Hilfe eigentlich war für mich persönlich die Entscheidung zu treffen, den Weg der Chemotherapie nicht einzuschlagen als 26-Jähriger. Und habe mich dann mit meinem behandelnden Arzt so ein bisschen angelegt, der mich auch tatsächlich nie mehr gesehen hat. Vielleicht ist es jetzt der Moment. Ich habe ihm damals gesagt, wir sehen uns wieder, wenn ich gesund bin. Vielleicht passiert es jetzt durch Zufall. Ich habe dann begonnen, von einem Freund ein Milchsäurebakteriengetränk empfohlen bekommen. Das hat die erste Linderung gegeben über probiotische Darmbakterien, mhm. Magenbakterien, die Darmflora zu pflegen, die ungefähr 8 Monate Antibiotika ertragen hatte. Oh. Und das war für mich faszinierend, das neue Gefühl an ja, Lebensmut, Lebensenergie. Und das hat mich auf den Weg gemacht. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich habe gesagt, das ist so spannend, dass man den Menschen mit Kräutern und Mikroorganismen helfen kann. Das war für mich völlig neu. Und das hat aber nicht, wie man immer vermutet, so alles geheilt und ja, ich bin, ne, sondern die Hauterkrankung war viele Jahre noch da. Und ich habe dann Zeolith kennengelernt in einem Naturheilkunde-Vortrag. Hat mir ein sehr netter Kollege sehr anschaulich erklärt, Zeolithe, Vulkanasche, Bindung von Schwermetallen, Bindung bis zur Radioaktivität, so ein bisschen die Geschichte Zeolith in der Schokolade von den Kindern von Tschernobyl und solche Dinge, ja, also auch dieser Schutzmantel über dem Reaktor ist aus einem hohen Anteil Zeolith, der von Natur aus eben Strahlung speichert. Und auch von Natur aus Schwermetalle, Blei, Cadmium, Nickel, auch Quecksilber speichert, festhält. Und
das ist jetzt so mit der Vorteil, den ich damals erkannt habe und auch schnell spüren durfte. Das heißt, die Hauterkrankung an sich, die Schwermetall auch durch Zahnersatzwerkstoffen, den wir ja kennen, Amalgam ausgelöst, aber auch durch meinen Beruf als Maler, Lackierer und ich war auch in der Landwirtschaft tätig, ja, mit eben Spritzmitteln und anderen Dingen. Und das war irgendwo ein gefährlicher Cocktail. Und das musste ausgeleitet werden. Und damals hatte ich einen guten naturheilkundlichen Arzt, der mit Chlorella zum Beispiel Dinge versucht hat bei mir. Und ich muss auch sagen, es ist besser geworden. Aber den Durchbruch habe ich so durch diese Kombination Milchsäurebakterien, den hochwertigen Zeolith als Medizinprodukt, Sicherheit dahinter. Und eben auch Chlorophyll, damals Spirulina, Chlorella in Kombination zu bringen. Also das liebe ich halt einfach, Dinge kombinieren. Weil mir ist es persönlich gar nicht wichtig, was hilft, sondern dass es hilft, dass am Ende So jemand nach dem gegenüber Motto, sagt, hey, wer mir geht's heilt, jetzt hat recht, besser, ja. ja. Und da ist oft die Synergie von vielen Produkten oder zumindest von einigen Produkten besser wie ewig lange mit dem Monopräparat zu versuchen. Das muss doch irgendwie, ja. Dann nehme ich noch mehr und noch mehr oder ja. Also wenn es nicht klappt, das ist so die Botschaft an Sie und Zuhörer, wenn es nicht innerhalb von 14 Tagen irgendwie Zeichen der Besserung gibt, dann bitte weiter nachfragen, geht zu euren Beratern und sagt, hey, was kann ich noch dazu machen? Mache ich es überhaupt richtig? Ja, die Klassiker, zu wenig Wasser trinken, Kopfweh bekommen bei der Entgiftung. Also es sind die kleinen Details, die wirklich sehr viel beitragen. Ich weiß nicht, wo ich jetzt gerade, Nee, ja. also ich finde es super schön, weil vor allen Dingen spiegelt es wieder, dass wir eben diese ganzen Chemiekeulen, die so blind draufgeknallt werden, durch Naturexperimente, sage ich mal, Stein, Algen, Ja. ausprobieren, auszutauschen, zu ersetzen. Und ich meine, wir sind uns beide einig, dass wenn ich mit einer Chemo natürlich bei einer Hauterkrankung draufknalle, dass die Folgeschäden wesentlich höher sind, als wenn ich da mit einem gemahlenen Stein dagegen vorgehe. Wenn wir jetzt natürlich kritisch sind bei dem Thema Stein, gibt es auch immer wieder die Aussagen, dass doch auch in Zeolith Rückstände von Aluminium oder Schwermetallen wäre. Was sagst du dazu? Sind die für den Körper gefährlich? Sind die gebunden? Spielen die eine Rolle? Sind die überhaupt da drin? Wie kann ich mit dieser Diskussionsrunde argumentativ gut dastehen? Ja, also zunächst mal ist es, glaube ich, immer wichtig und auch den Kontext zu verstehen. Ja, also ist immer so, wenn ich irgendeinen Satz aus dem Kontext ziehe und sage, oh, Zeolith, Aluminium, deswegen gefährlich, Das sind ja so dann, die ja, dann ist es ein Zeitungsüberschriften. Oh, das habe ich, Genau, also das haben wir vor vielen Jahren schon erlebt, dass man dann gesagt hat, okay, was weiß ich, Ökotest und ach, das ist doch schlecht oder Verbraucherschutzzentralen, die dann einfach aus dem Kontext gezogene Inhaltsstoffe in den Fokus stellen. Und dann ist natürlich so ein Produkt irgendwo in der Kritik. Das ist ja das, was auch dich irgendwo erreicht hat. Ja, also es ist einfach, die Information ist da. So, wir stellen uns natürlich auch den Themen und sagen, was ist da wirklich dran? Schauen uns an, wie kommen solche Institute auf solche Ergebnisse und müssen feststellen, die Medizinprodukte, in dem Fall der Zeolith, werden nicht bestimmungsgemäß untersucht, nämlich bestimmungsgemäße Verwendung ist ja, dass wir Menschen das zu uns nehmen, in ein Glas Wasser einrühren, ja, bei Umgebungstemperatur 36,5 Grad und ohne eine große mechanische Mühle im Mund, sondern einfach Umweltbedingungen. Ja, das heißt, das Medizinprodukt erstmal der Zeolith, den wir anbieten oder der angeboten wird, der ist ja nicht dafür gedacht, dass er in eine Plasma-Mikrowelle kommt und danach in der Kugelstrahlmühle absolut bis aufs Nanopartikel runter aufgebrochen wird.
Weil wenn ich das so mache, dann ist natürlich, sind alle Inhaltsstoffe da, die damals bei diesen Vulkanausbrüchen, diese Vulkanasche, die in die Luft gewirbelt worden ist, die letztendlich die Basis ist für Zeolith, so wie wir ihn kennen, so wie wir ihn verwenden wollen. Dann haben wir wie bei allen Umweltprodukten, bei allen natürlichen Produkten Also jetzt nur noch Aluminium. mal ganz kurz zusammenfassend für mich, wenn, also ist ja, es ist im Zeolith Aluminium drin, aber damit es in den Körper überhaupt kommt, muss es in Nano umgewandelt werden, erhitzt werden, dass es überhaupt aus dieser Struktur rausgebrochen werden kann. Und dadurch, Genau. dass ich das eben nicht gebe, dieses Verhältnis, ich mache keine Nanopartikel mit meinen Zähnen und mein Körper hat auch Ja. keine 400 Grad, Ja. ist es für mich sozusagen irrelevant, dass da Aluminium drinnen ist, weil es gebunden bleibt. Absolut, Und genau. Also es trotzdem kann ist. es aber noch Giftstoffe binden, on top aufnehmen, in meiner. Gut, jetzt gibt es natürlich auch diese Argumentation. Jetzt ist aber mein Schwermetallbelastung im Körper, ja, da lagert sich ja die Schwermetalle in den Gewebe, Gelenke, Knochen. Das ist ja jetzt nicht im Darm. Jetzt habe ich das Zeolith im Darm. Aber mein abgespeicherte Restvergiftung durch Amalgam ist aber irgendwo ganz anders gespeichert. Ja. Mobilisiert es auch? Muss ich da noch was dazugeben, damit überhaupt die ganze Giftstoffe mal in Bewegung kommen? Ja, also du hast es komplex und gut beschrieben. Ja, es ist eben nicht so die 1-zu-1-Situation, die gibt es im echten Leben eigentlich nicht. Ja. Zunächst mal ist es so, dass wir immer wieder natürliche Kontaminanten und nun natürliche Kontaminanten in unserem Alltag erleben. Wir kommen da nicht raus. Ja. Wir sind im Straßenverkehr, wir essen, wir trinken und überall dort gibt es eben A, Schwermetalle, natürlich im reduzierten Bereich, es sei denn, ich bin Industriearbeiter, Stahlschweißer oder solche Dinge, die wirklich hohe Exposition haben mit diesen Schwermetallen. Ja, der Raucher, die haben ja auch, also ja. Genau, ja, also das ist so was setze ich mich aus, direkt und indirekt, ist die Frage. Also das heißt, gewährleistet ist, ohne jemanden Angst zu machen, wir haben immer, solange wir leben, Kontamination, Umwelteinfluss, extern und intern. Das bedeutet, und wir haben eine eigene Stoffwechselleistung. Also das heißt, in dem Moment, wenn wir Muskelarbeit machen, wenn wir arbeiten, wenn wir leben im Allgemeinen ausgesprochen, wenn wir Sauerstoff verstoffwechseln, wenn wir Zucker verstoffwechseln, wenn wir Fett verstoffwechseln, haben wir auch immer Stoffwechselabfall, Laktat und so weiter. Und das belastet unsere Organe und ein gesunder Organismus fällt es natürlich nicht auf. Das heißt, die Entgiftungsorgane im Allgemeinen, Niere, Leber, Lunge, Haut, ja, die sind immer damit beschäftigt, diese Dinge irgendwie von uns wieder loszuwerden, damit das Leben angenehm bleibt. Und genau da setzen wir an, indem wir den Darm unterstützen als erstes. Wenn wir den Darm unterstützen, den Darm pflegen mit Milchsäurebakterien, mit Bifidusbakterien, entsteht ein anderer, ein besserer, schonender Stoffwechsel. Wenn wir dann den Darm noch mit Zeolith, zum Beispiel zweimal am Tag mit 2, 3 Gramm zusätzlich befüllen, dann werden wir Giftstoffe, Stoffwechselendprodukte, der Mikroorganismen, der Darmflora und unserer Ernährung direkt im Darm schon binden können. Das ist der große Vorteil. Das bedeutet, Dinge, die sonst mühsam über den Darm ins Blut, in die Leber oder über die Lunge abgeatmet oder über den Urin ausgeschieden oder über den Stuhlgang ausgeschieden. Also Stuhlgang, ist dann nochmal ein spezielles eigenes Thema. Aber das heißt, die Entgiftungsorgane werden direkt entlastet, weil die Gift- und Schadstoffe direkt im Verdauungsorganismus gebunden werden und direkt über den Stuhlgang ausgeleitet werden. Das ist eine extreme Entlastung. Da wirkt zunächst mal bestimmungsgemäß der Zeolith und hat auch Studienlage wie zum Beispiel Magen-Darm-Erkrankungen wie Leaky Gut werden signifikant
verbessert. Ja, ist das Zeolith jetzt in der Lage, eigentlich zu unterscheiden zwischen Giftstoffe und Nährstoffe, oder ziehe ich mir mit Zeolith auch Nährstoffe aus der Nahrung raus, Mineralien, wichtige, keine Ahnung. Also ist es so intelligent, dass es sagt, oh, das schadet dem Körper, das nehme ich mit raus, den Rest, was Gutes lasse ich drin? Also auch wieder danke für die Frage. Ja, du gehst tief in die Details und ich glaube, ja, genau das fragt sich auch der Verbraucher. Ja, er sagt, wenn es entgiftet, dann entgiftet es, ja, und das kennen wir von der Aktivkohle, wir kennen es von anderen global entgifteten Produkten, die einfach alles greifen, was in dem Moment im Verdauungstrakt zur Verfügung stehen und dadurch eine schnelle Entlastung bringen, aber auf lange Frist auch Probleme bringen können. Wir haben jetzt persönlich über 13 Jahre direkt persönlich Erfahrung mit Zeolith. Ich persönlich nehme jeden Tag seit dieser langen Zeit eine mittlere Menge an Zeolith als Medizinprodukt. Ich habe weder erhöhte Aluminium oder andere Werte. Da achte ich immer einmal im Jahr, wenn da Untersuchungen gemacht. Ich habe weder signifikante Mineralien- oder Vitaminmangel. Also nichts dergleichen. Und auch bei vielen Zehntausenden, wenn nicht Hunderttausende von Kunden, die Zeolith von uns schon gekauft haben, haben wir irgendwelche Rückmeldungen in dem Sinne. Aber die Angst immer wieder und auch die Argumentation von Leuten, die sich Gedanken machen, ist auch immer wieder gleich. Und ja, das ist wahnsinnig komplex. Der Zeolith ist sozusagen, wenn man so will, ein intelligentes Mineral, was zwischen Mineralien, Vitaminen und Schwermetallen unterscheiden kann. Wie macht es das? Aufgrund der natürlichen Vorbeladungen. Also das ist einfach ein Elektronenspiel. Das heißt, der Zeolith ist mit plus ist mit negativen Mineralien vorbeladen und tauscht dann die Schwermetalle aus. Das ist also nur der Fall bei dem natürlichen Naturzeolith. Ja. Also synthetische Zeolithe können genau diesen Ärger produzieren, weil die haben nicht die Vorbeladung mit Magnesium, Zink, Chrom, Silber, Gold, Kupfer. Also die ganzen essentiellen Mineralien sind in der Regel in unseren Zeolithen natürlich vorbeladen. Die werden dann ausgetauscht gegen Aluminium, Blei, Cadmium, Quecksilber, Nickel. Und aber auch radioaktive Strahlung und solchen Dingen. Und das geht einfach nur im Tausch. So. Und der Zeolith hat per se keine Affinität, zum Beispiel auf Vitamin C. Ja, also er hat keine Affinität, er erkennt es überhaupt. Die Ladung passt einfach nicht zusammen. Und deswegen entsteht dieses Phänomen der eventuell gefährlichen Entgiftung über das, was ich entgiften will, hinaus. Gott sei Dank nicht. Wann ist für dich der beste Moment, Zeolith zu nehmen? Morgens nüchtern oder nach dem Mittagessen? Oder gibt es da aus deiner Sicht eine gute Zeit, wo es auch Sinn macht? Also ich für mich persönlich mache das in der Regel direkt nach dem Aufstehen. Ein Glas Wasser, ein bisschen Zeolith rein, ein bisschen Moringa oder unser Smoothie-Co. Ah, du kombinierst dann doch schon so Nährstoffkomplexe mit Zeolith. Das wollte ich dich nämlich auch noch Ja, fragen. Keine, also die ist gar kein Thema. Dann kommen die Nährstoffe und das Entgiftungsprogramm und das kann parallel genommen werden. genau. Okay. Einfach aufgrund des Wissens, was ich da auch habe. Ja. Und ja, dann trinke ich das und 10, 20 Minuten später gibt es Frühstück. Und das Gleiche mache ich abends vor dem Schlafengehen oder in den Abendstunden. Also ich versuche das so alle 12 Stunden irgendwo Zeolith aufzunehmen. Wichtig ist, wenn jemand Medizin einnimmt, also irgendwelche Medikamente, dann sollte er einfach 2 Stunden Abstand halten. Das ist so die Sicherheitsbelehrung, dass man einfach erst die Medikamente nimmt und 2 Stunden später erst den Zeolith. Aber bitte da auch Verbraucher, fragt nach, lasst euch beraten, lasst uns in Kontakt treten, damit das richtig gut klappt. Ja, also angenommen, ich habe jetzt wirklich so ein echtes Zeolith, also kein künstliches, sondern aus dem Gestein. Ja.
Was für Einsatzmöglichkeiten habe ich? Ich kann mich erinnern, wir hatten mal ein Interview, da hattest du mal kurz Zeolith-Fußbäder genannt. Aha. Finde ich Ja. auch ganz spannend, habe ich jetzt noch nie angewendet. Wie muss ich mir das Ah. vorstellen? Ja, also die genannten Eigenschaften, Bindung von Schwermetallen, hat der Zeolith in jeder Situation. Immer dann, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist und die Kontaminanten, dann kann dieser Ionentausch stattfinden. Also es braucht Feuchtigkeit und es braucht die Kontaminanten und es braucht den Zeolith, um den Ionentausch stattfinden zu lassen. Das heißt, ob ich das jetzt im Fußbad mache, in der Badewanne, ob ich das oral einnehme oder auch als Hautsalbe oder Hautauflage, das spielt zunächst erstmal keine Rolle. Aber ich muss halt wissen, da ist der Kontaminant. Und dann brauche ich die bestpassendste, man nennt es Applikation, Anwendung, um dann den gewünschten Erfolg auch zu erleben. Ja, jetzt können wir natürlich die Schwermetalle, Barium, Blei, Cadmium und so, das wollen wir natürlich nicht haben. Wie sieht es denn aus, fällt mir jetzt gerade ein, mit BA, mit Bisphenol A, mit Weichmachern? Was hat das für eine Ladung? Wie kriege ich denn das mobilisiert? Weil wir essen ja im Schnitt eine Scheckkarte Kunststoff in der Woche. Ach was? Ja. So viel? Ja. Oh, hoffentlich nicht am Stück, ja. Okay. Ja. Ja, also ich, ja, das ist eine krasse Menge. Okay. Also wir haben die Frage immer wieder auf dem Tisch. Also wir haben jetzt nicht den direkten Wirknachweis auf Bisphenol, auf andere Kunststoffe. Insgesamt, glaube ich, ist es immer so, dass eine übersäuerte, dass ein belasteter Organismus quasi alles gleichzeitig anzieht. Das ist immer so das Phänomen. Ja, das heißt, und das sehen wir ja auch auf der anderen Seite. Das heißt, haben wir eine hohe Schwermetallbeladung, dann haben wir eine weniger Ladung mit Vitaminen. Ja, also das ist so dieses Ping-Pong-Spiel. Ja. Das heißt, ich versuche es immer so zu beschreiben, ich habe irgendwo einen LKW, der kann, keine Ahnung, 20 Tonnen Material transportieren, und wenn der schon mit 10 Tonnen Vorbeladung aus dem Werk rausfährt und soll dann nochmal 30, soll dann draußen 20 Tonnen einsammeln, dann wird es natürlich nichts. Ja? Also das heißt, jede Maßnahme, um den Körper zu entlasten, führt, glaube ich, zwangsläufig dazu, dass auch spezielle Probleme wie jetzt Bisphenol A und andere Dinge, die uns halt belasten, entweder so besser leicht vertragen werden, weil die anderen Stoffe sind weniger da, oder insgesamt der Körper natürlich auch diesen Detox-Gedanken von uns aufgezwungen bekommt und es gelernt bekommt, da dran zu bleiben. Und ich glaube, wir müssen da auch nochmal wirklich extrem drüber nachdenken. Eine Scheckkarte in der Woche, das sind ja 52 Scheckkarten, ne? Ja. Aber wir könnten vielleicht auch wie früher Ostern und Weihnachten circa 4 Wochen fasten, dann hätten wir schon einiges gespart. Ja. Ja, was gleich auch wieder irgendwo ein Hinweis ist, den Körper auch mal durch eine Diät oder durch einen Fastentag auch zu reizen, an diese Fettdepots, an diese Giftdepots, an diese Überschusseinlagerungen mal ranzugehen. Und wenn wir das tun, dann ist es wirklich sinnvoll, auch während der Fastenkur Zeolith zu verwenden, ja, vielleicht auch ein Moringa auch mit dazu zu nehmen, um einfach diesen Gedanken, der immer bekannter wird, Chlorophyll, mit ins Spiel zu geben und auch für diesen verstärkten Stoffwechsel einfach Vitamine, Mineralien, Mikroorganismen, essentielle Aminosäuren, auch ganz wichtig die Öle, Omega-3-Level, dass wir diese Sachen immer mit im Blick haben. Super, ja, sehr spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Themen mit dir. Unsere Zeit ist schon wieder vorbei, aber lieber Christoph, ja, wenn man sich jetzt doch nochmal wirklich in die Tiefe damit auseinandersetzen möchte, hast du irgendwelche Quellen oder Möglichkeiten, wo man sich informieren kann? Also das Einfachste ist, um immer so ein bisschen aktuell zu bleiben, ist, schauen Sie doch einfach auf unsere Seite www.biosa.de. Ich hoffe, Sie finden dort, was Sie suchen. Und wenn es darüber hinaus Wissens
Hunger und Wissensbedarf gibt, bitte tretet mit uns in Kontakt, geht zu unseren Reformhauspartnern, geht zu unseren Partnern draußen im Gesundheitswesen und fragt nach dem, was euch auf der, was euch brennt, was euch unter den Nagel brennt, wo ihr sagt, das klappt, aber so klappt es doch nicht. Ja. Da würden wir uns sehr freuen. Super. Na dann. Vielen Dank, Christoph, und bis bald mal wieder. Ja, danke Corinna. Alles Ciao. Gute. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten für Ihre Entgiftungsmöglichkeiten hier doch noch mal einige spannende, interessante Inhalte mit rausziehen. Viel Erfolg beim Entmüllen und gute Zeit und Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.